Was sagt man dazu? Von und mit Leona Schwertner und Sandra Röcker. So, geht los jetzt, ne? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Was sagt man dazu? Heute wieder in einem anderen Setting, ganz Corona-konform. Und unser Thema heute ist Grundlagen unterm Sattel. Ganz spannend, oder? Finde ich auch. Ich hoffe, wir schaffen es diesmal, uns etwas kürzer zu fassen als bei dem Thema Grundlagen am Boden. Da sind wir, glaube ich, nur bis zum Anbinden gekommen. Das sollten wir vielleicht auch nochmal angreifen, das Thema. Aber jetzt wollen wir mal mit den Reitthemen beginnen. Grundlagen unterm Sattel. Natürlich, Grundlagen unterm Sattel bauen auf die Grundlagen am Boden auf. Aber was würdest du sagen, wenn du jetzt mit der Bodenarbeit fertig bist? Was muss ein Pferd als erstes lernen, wenn ich da drauf sitze? Als erstes würde ich sagen, erstmal fleißig nach vorne, vorwärts. Weil bei den Westernpferderassen ist es ja oft so das Problem, dass die eher, also das war jetzt bei meinen Jungpferden öfter, dass die eher zu langsam waren als zu schnell. Und ich reite ja immer gerne die Pferde im Gelände an. Und da geht es halt wirklich erstmal darum, klar, gewöhnen ans Reitergewicht, wenn man anfängt zu reiten. Das ist im Normalfall eigentlich nie ein Problem, wenn die Vorbereitung stimmt. Und dann geht es erstmal darum, dass die lernen, Schritt, Trab, Galopp, fleißig in einem fluffigen Tempo zu laufen. Lenkung kommt danach, für meinen Geschmack. Ja. Also ich finde, man sollte natürlich, also ich habe jetzt speziell ein Jungpferd ausgebildet und das war damals der Foxy. Schritt, Trab, Galopp, ganze Bahn, da hilft einem natürlich schon die Bande als Begrenzung schon mal. Aber dann finde ich, sollte schon die Lenkung, sag ich mal, klar, man muss jetzt keine engen Wendungen schon reiten können, aber so die Richtung, dass ich meinem Pferd schon andeuten kann, so ich möchte jetzt in die Richtung weiterreiten oder in die Richtung, sollte schon, denke ich mal, für mich, für mein Empfinden jetzt relativ danach kommen. Ja, auf jeden Fall. Wenn man natürlich jetzt zurückgeht, wirklich wie es in der Ausbildungslehre gelehrt wird, wäre ja die Ausbildungsskala. Da haben wir ja im Westernreitsport die ersten drei Punkte sind Takt, Losgelassenheit und Nachgiebigkeit. Ich glaube, in Takt und Losgelassenheit unterscheidet sich das nicht von der klassischen Ausbildungsskala, oder? Da bist du mehr im Thema. Nee, aber dann ist auch gleich. Da kam schon die Anlehnung, die wir im Westernreiten ja quasi nicht haben wollen. Genau. Aber das, wenn man den ersten Punkt betrachtet, Takt, das ist ja schon mal gerade bei den gemütlichen Westernpferderassen häufig schon so ein Knackpunkt. Ne? Gerade im Trab, wenn die sehr langsam unterwegs sind, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie gerne mal ins Passige fallen und nicht mehr so klar diesen schönen Zweitakt im Trab haben. Da heißt es ja eigentlich, die Devise vorwärts, vorwärts, vorwärts und Leichttrab. Weil im Leichttrab kriegt man das Pferd besser in diesen Zweitakt, meiner Erfahrung nach, als beim Auflaufen. Ja. Also ich bin ja jetzt gerade live in den Grundlagen unterm Sattel mit dem Primo, also mit meinem Jungpferd. Also der ist auch eher so ein bisschen Pleasure Allround gezogen, also auch eher gemütlicher, so von der Tendenz. Ja. Primo in Action sehen möchte, der kann mal bei mir auf YouTube gucken. Ich weiß nicht, ob dieses Video bei dir auf Instagram landen wird oder bei mir auf YouTube. Da ist nämlich, könnt ihr dem Primo nämlich die Grundlagen unterm Sattel direkt in dem Video sehen. Genau, der ist nämlich auch etwas gemütlicher, ne? So Pleasure-Pferd durch und durch. Genau, der ist nämlich auch ein bisschen gemütlicher. Und da war es jetzt halt am Anfang, also da bin ich jetzt immer noch dran, weil bei ihm ist es zum Beispiel so, dass ihm der Galopp viel mehr liegt als der Trab. Und deswegen, also ich trabe jetzt im Moment immer nur leicht, damit er erstmal lernt, so sein Tempo da auch zu finden und da so ein bisschen Entspannung auch zu finden. Aber für mich ist es auch für den Anfang wirklich erstmal wirklich diesen Fleiß entwickeln, dass die erstmal wirklich Schritt, Trab, Galopp, ganze Bahn und Zirkel. Also das versuche ich eigentlich relativ schnell schon mit denen zu erarbeiten. Schritt, Trab, Galopp sowieso und dann baue ich eigentlich relativ schnell schon mal Zirkel ein, also Lenkung.
bis das alles so ein bisschen besser sitzt. Und dann, ich meine, Grundlagen unterm Sattel ist ja prinzipiell eigentlich, finde ich, die Grundausbildung, kann man ja sagen. Das heißt Schritt, Trab, Galopp, Hinteranwendung, Vorhandwendung, Rückwärtsgehen, finde ich, gehört dazu. Innenstellung, Außenstellung, finde ich, gehört auch dazu zur Grundausbildung. Schon mal so ein bisschen Richtung Schenkelweichen, also mal so ein bisschen Richtung seitwärts treibende Hilfe und all sowas, das finde ich gehört auch dazu. Ausreiten gehört definitiv dazu. Also so diese ganzen Geschichten, finde ich, gehören für mich dann schon zu einer soliden Basis. Und das dauert halt, je nach Pferd ist das irgendwie auch, ich finde, das ist ganz unterschiedlich, je nach Pferd. Wie lange man dafür braucht, welches Gemüt hat mein Pferd, wie kann ich dem irgendwie am besten helfen, da reinzukommen. Aber das sind so, finde ich, diese groben Anhaltspunkte, woran ich mich eigentlich immer orientiere, was ich mit den Pferden erreichen will, wenn ich von der Grundausbildung spreche. Ich finde auch für mich persönlich wichtig zu erwähnen, die Grundausbildung, klar, natürlich, man arbeitet häufig dann auch an der Nachgiebigkeit der Pferde, wenn Taktlosgelassenheit das schon funktioniert. Aber ich finde gerade bei Pferden, die noch nicht so gefestigt sind in ihrer Art und Weise, sich zu bewegen, finde ich, muss in der Grundausbildung nicht extrem der Fokus drauf gelegt werden, wo jetzt zum Beispiel die Kopf-Hals-Position ist. Da, finde ich, neigen viele Westernreiter dazu, erstmal zu sagen, Hauptsache runter, Hauptsache der Hals ist flach, der Kopf ist unten und ja, nicht oben. Ich finde, diese äußere Form, klar ist es schon so ein Ziel, was auch in der Grundausbildung erarbeitet wird oder die Grundlagen in der Grundausbildung für dieses Ziel gelegt wird, aber ich finde, das ist schon fast ein Schritt weiter als jetzt die pure Grundlage. Ich finde, wenn die Grundlagen stimmen, das, was du gerade erzählt hast, Schritt, Trab, Galopp, Lenkung, Hinterhandwendung, das sind ja alles Übungen, die dem Pferd helfen, so ein Gefühl für seinen eigenen Körper zu kriegen. Dann kommt, finde ich, auch die äußere Form. Oder wie siehst du das? Wie wichtig ist dir am Anfang die Kopf-Halt-Position von einem Pferd? Komischerweise, oder was heißt komischerweise, passenderweise mache ich mir da im Moment ganz, ganz, ganz viele Gedanken, weil, wie gesagt, ich habe gerade ein eigenes Jungpferd und der tut sich für meine Gewöhnung, sage ich mal, also die Jungpferde, die ich vorher hatte, die haben sich da immer viel, viel einfacher getan, sich selber quasi diese Kopf-Hals-Haltung, die für sie quasi so angemessen ist, gerade zu suchen. Was aber dann eigentlich schon, wie soll ich sagen, eigentlich passend war, so wie ich mir das vorstelle, ohne dass ich viel noch tun musste. Ne? Also quasi Nachgiebigkeit war schon mal so in den Anfängen, klar, habe ich das gemacht. Aber dann haben die mir das relativ schnell angeboten. Und jetzt beim Primo zum Beispiel, deswegen habe ich mir da so viele Gedanken oder mache ich mir im Moment viele Gedanken darüber, ist das so, dass der sich relativ schwer tut, da wirklich so ein bisschen Ruhe reinzubekommen, also in die Kopf-Hals-Haltung. Und das ist halt alles noch super unkonstant, obwohl der Schritt, Trab, Galopp läuft, der läuft Zirkel, ganze Bahn. Ich kann ihn auch schon mal ein bisschen, also enger in Anführungszeichen, wenden. Vor- und Hinteranwendung, rückwärts ausreiten und so weiter. Und der ist schon etliche Kilometer im Gelände mitgelaufen. Und der tut sich aber extrem schwer, quasi da so seine Position zu finden. Und ich habe dann auch überlegt, okay, was mache ich? Lasse ich ihn vorne mehr in Ruhe? Versuche ich ihn vorne jetzt mal so ein bisschen ruhiger zu halten, weil er ist immer so sehr wuselig im Kopf und so generell in der Kopf-Hals-Haltung. Deswegen finde ich das ein super spannendes Thema. Und ich bin letztendlich jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass ich den jetzt erstmal vorne, quasi ich mache den immer mal wieder nachgiebig, lasse den einmal quasi in den Druck reingehen und nachgeben. Und dann lasse ich den aber wieder in Ruhe. Weil wenn der jetzt noch nicht anbietet, sich so zu tragen, in Anführungszeichen, wie man das gerne sehen würde, dann ist der auch noch nicht so weit. Mhm. Und ich will den, natürlich würde ich den jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch gerne auf dem Turnier vorstellen. Ich glaube aber, dass der so schnell nicht so weit ist. Und wenn ich den jetzt anfange, da reinzupressen und dann irgendwie zu halten und den nicht mehr da rauszulassen, dann fängt er ja nur an, irgendwie seine Unsicherheit zu kompensieren. Weil man darf nicht vergessen, der hat ja den Spattbefund hinten. Und ich glaube, dass das schon sehr viel ausmacht, dass der da instabiler ist zum Beispiel und sich vielleicht einfach nicht so gut ausbalancieren kann und dadurch einfach noch diese
etwas höhere Kopf-Hals-Haltung in Wendungen oder sowas zum Beispiel vielleicht einfach noch braucht. Ne, das ist, ich weiß es natürlich nicht 100%, aber das ist halt gerade ein Thema, was mich total beschäftigt, weil der mich gerade da so fordert in dem Sinne. Hm. Ja, ich finde halt immer ganz wichtig, viele Leute wollen ja immer, okay, die sehen bei den fertig ausgebildeten Pferden, Westernpferde tragen sich ja relativ tief, was ich persönlich manchmal so ein bisschen kritisch sehe, also ich bin kein Fan davon, wenn Pferde tiefer laufen, als wenn sie die Nase auf Höhe des Kapalgelenks ist für mich schon okay. Ohren, Widerriss, Gruppe sollten eine Linie sein und nicht tiefer für meinen persönlichen Geschmack, um einfach diese Tragkraft, die das Pferd entwickeln soll, gut gewährleisten zu können. Und deswegen glaube ich halt einfach, dass, so wie du sagst, wenn man das Pferd irgendwie zwingt in diese Haltung, die es von sich nicht anbietet, dass da irgendwas dann kompensatorisch anders läuft in diesem ganzen Bewegungsmechanismus. Und ich glaube, man kann den Pferden halt immer wieder den Impuls geben, sich in diese Haltung zu begeben, aber im Endeffekt muss das Pferd dann irgendwann doch den Schritt selber machen, weil ich bin halt auf jeden Fall, egal was es an Grundlagen sind, jetzt unterm Sattel oder auch vom Boden, ich möchte dem Pferd eine Hilfe geben, eine Hilfestellung geben, damit das Pferd sich selber dazu entscheiden kann, dieses Verhalten auszuführen. Ich glaube, es gibt halt im Training so zwei maßgebliche Unterschiede, in dem einmal ich mache etwas, dann muss das Pferd das und das tun, oder ich zeige dem Pferd etwas, um so, damit es selbstständig zu dieser Lösung findet. Das ist natürlich die Frage, welches Ziel verfolgt man? Natürlich muss man auch mal sagen, so, jetzt wird das so und so gemacht. Aber ich glaube, gerade am Anfang ist dieser Weg, dem Pferd zu zeigen, selber die Lösung zu finden, im Endeffekt der nachhaltigere Weg. Zum Beispiel gerade das Thema Kopf-Hals-Haltung. Man muss ja überlegen, Schubkraftmuskulatur baut sich relativ schnell auf, aber so Tragkraftmuskulatur, die ja gerade dafür gebraucht wird, um den ganzen Brustkorb und den Hals und den Widerriss zu tragen, das ist eine relativ langsam wachsende Muskulatur. Und ich glaube, da, wenn man da zu schnell zu viel von dem Pferd verlangt, kann man sich auch vieles kaputt machen, dass man dann vielleicht irgendwie genau das Beispiel vom langsamen Galoppieren. Weil viele Pferde, gerade am Anfang, da ist ja das, was du sagst, vorwärts, vorwärts, vorwärts. Natürlich nicht hektisch, aber in einem guten Fluss. Wenn man dann zu früh die Bremse einbaut, dann macht man sich häufig den natürlichen schönen Dreitakt kaputt und kriegt dann dieses Viertaktige da so rein. Und deswegen glaube ich, ist da halt wirklich, muss man das individuell vom Pferd abhängig machen. Wie du schon gesagt hast, jetzt der Primo fordert dich da noch mal mehr nachzudenken. Wie möchte ich was erreichen? Und ich glaube, da ist es, sind Grundlagen am Boden, müssen halt immer individuell definitiv auf das Pferd abgestimmt werden. Ja, Grundlage unterm Sattel, nicht Grundlage am Boden. Grundlage unterm Sattel. Ja, auf jeden Fall. Ich gebe dir da total recht, man muss sich halt dann einfach überlegen, ich muss mir jetzt, das ist jetzt wirklich gerade dieser Prozess, in dem ich gerade bin mit dem Primo, dass ich mir jetzt überlegen muss, wie will ich ihm erklären, dass er zur Ruhe kommen soll. Also ich meine, es ist auch wirklich so ein bisschen, also zur Ruhe kommen soll, sagen wir mal im Kopf-Hals-Bereich, dass der da einfach von sich tragen kann man jetzt bei einem 4-5-Jährigen natürlich noch nicht sprechen, aber dass der da erstmal so eine Tendenz bekommt, wo es hingehen könnte. Und ich muss mich halt einfach entscheiden, wie erkläre ich dem das? Und wie erkläre ich dem das so, dass der das natürlich gesund erhaltend quasi leisten kann, und dass er das auch wirklich versteht und nicht, dass ich ihn jetzt irgendwie da rein presse, weil das finde ich halt immer, das finde ich ganz, ganz kritisch, dass halt das immer, also das ist ganz oft auf diese äußere Form, dass nur auf diese äußere Form geachtet wird. Und die äußere Form heißt gar nicht, ich gucke auf das gesamte Pferd, sondern die äußere Form besteht nur, wie ist der Hals und wie ist der Kopf. Also man verliert ja ganz schnell so den Blick für alles andere. Was ist denn, wenn man sagen würde, okay, ich schaue jetzt mal eher vielleicht aufs Hinterbein oder auf die Hinterhand, wie das aussieht.
weil das ist natürlich letztendlich wichtiger oder gerade für mich jetzt auch gerade wichtiger bei einem jungen Pferd, was passiert da hinten, was ist mit meinem Motor, weil der Kopf, der kommt dann, ich glaube wirklich, dass der Kopf dann kommt, wenn der sich besser ausbalancieren kann, also jetzt im Primus-Fall, wenn er sich insgesamt besser ausbalancieren kann, vielleicht noch ein bisschen weiter ist, und dann wird er sich wahrscheinlich ruhiger und besser tragen können, als wenn ich das jetzt irgendwie sofort verlange und vielleicht auch so, dass er das jetzt noch gar nicht so richtig leisten kann, wenn ich ihn jetzt irgendwie da reinzwänge mit dem Zügel. Das, glaube ich, würde halt total nach hinten losgehen. Und ich glaube, dass ich dann mir auch sehr viel kaputt mache, weil ich das dann zu schnell einfordere, obwohl er das halt einfach nicht leisten kann. Und das ist halt super, super wichtig, dass man das nicht vergisst, dass die Pferde total unterschiedlich sind. Das merke ich jetzt gerade extrem. Dass es dann nicht, okay, man reitet an und dann geht es wahrscheinlich relativ schnell und dann hat man die Grundausbildung, na, so einfach war das nicht, das Spiel, sondern dass man da halt flexibel sein muss und die Pferde aber auch im Auge behalten muss. Gerade bei den Grundlagen unterm Sattel ist es immer, immer wichtig, sich halt die Biomechanik von dem Pferd vor Augen zu führen und nicht, sag ich mal, ich möchte das und das Manöver haben, sondern wie kriege ich mein Pferd trainiert, dass es fähig ist, dieses Manöver auszuführen. Weil ich zum Beispiel habe jetzt mittlerweile in meinem Training immer mehr die Erfahrung gemacht, sonst ist man auch viel, ja, die Hinterhand muss runterkommen, die Hinterhand muss schieben und das Pferd muss von hinten und dann am besten noch die Nase im Sand haben, jetzt überspitzt gesagt. Aber ich habe halt jetzt die Erfahrung gemacht, dass für mich wirklich der Schlüssel von einem guten Pferd, was sich irgendwann trägt, eigentlich der Widerriss ist. Dass der Widerriss sich anheben muss, weil erst wenn der Widerriss sich hebt, dann kann die Hinterhand aktiv unterschieben. Wenn man sich dieses ganze Skelett und Muskelkonstrukt des Pferdes mal anguckt, jetzt auch durch mein Studium habe ich jetzt mich super viel mit Anatomie des Pferdes beschäftigt. Und allein was passiert, wenn man den Widerriss des Pferdes anhebt, dann kommt die Hinterhand runter und dann kriegt das Pferd auch so eine schöne Wölbung im Hals und kann das Genick anheben, ohne den Kopf hochzureißen. Und dann kriegt man diese schöne äußere Form. Deswegen finde ich Grundlagen am Boden und Grundlagen unterm Sattel, Mensch, ich krieg's jetzt mal hin. Grundlagen unterm Sattel ist eigentlich Widerriss anheben. Ja. Für mich jetzt so. Das ist jetzt, kann man über unterschiedlichste Übungen erarbeiten. Und das ist natürlich auch ein hehres Ziel, jetzt bei einem, wenn du jetzt auf einem dreijährigen Pferd sitzt und das gerade mal das Reitergewicht irgendwie kennengelernt hat und sagt, ja, jetzt hebt doch mal noch den Widerriss hoch und schiebt die Hinterhand runter und macht den Kopf runter, dann sagt es wahrscheinlich, okay, Reitpferd sein ist doch keine so tolle Idee. Aber ich glaube auch bei vielen Pferden, die jetzt, sag ich mal, 7, 8, 9, 10 sind, wenn die Grundlagen unterm Sattel nicht richtig ausgebildet sind, dann ist es auch bei einem 10, 11, 12-jährigen Pferd keine Schande, mal wieder back to basic zu gehen und sagen, okay, wir arbeiten jetzt wirklich mal daran, dass das Pferd erstmal Schritt, Trab, Galopp in einer ordentlichen Weise läuft, seinen Körper ordentlich benutzt und dann arbeite ich wieder an den Manövern, weil ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn man ein Pferd gut ausgebildet hat, man arbeitet eigentlich ständig an den Grundlagen. Ja, weil auf jeden Fall. Die Manöver sind irgendwann da. Und dann arbeitet man die Grundlagen ab, um ein durchlässiges Pferd zu kriegen. Weil Durchlässigkeit ist ja immer so das Ziel, was wir alle haben möchten. Wir möchten ein mental und ein physisch durchlässiges Pferd haben. Und ich finde, das sind Grundlagen, wenn die nicht da sind, das sagt ja eigentlich das Wort schon, dann ist der Rest nur Flickwerk, wenn man keine Grundlagen hat, auf die man aufbauen kann. Ja, auf jeden Fall. Gerade, was ich halt auch noch wichtig finde, dass man, ich würde versuchen, auch wenn es schwer ist und das natürlich irgendwie auch nicht so wirklich geht, aber dass man versucht, dieses Bild, wie hätte ich gerne, dass es aussieht? Also wie will ich, dass mein Pferd, also wenn ich jetzt auf Turnieren bin und da die höchste Leistungsklasse anschaue und sage, boah, so muss das Pferd irgendwann laufen, dass man sich davon verabschiedet, sondern dass man wirklich sagt, okay, ich habe hier mein Pferd und ich guck mir mein Pferd an und versuche halt wirklich dem Exterieur entsprechend
den Körper zu formen. Ne? Weil das Reiten ist ja letztendlich wirklich ein Formen, ein Verschönern im besten Fall des Pferdekörpers. Und dass man dann Schritt für Schritt vorgeht. Und natürlich ist es gut, wenn man seine Ziele hat und sagt, okay, ich würde aber gerne mal das und das mit meinem Pferd tun. Das ist natürlich super, wenn man das hat. Aber dass man quasi nicht dieses, so muss das Pferd irgendwann sein oder da und da muss der Kopf auf jeden Fall sein und dann ist der Weltfrieden da. Also weißt du, wie ich meine? Das ist so, das funktioniert halt nicht. Sondern dass man das Pferd anschaut, dass man das Exterieur anschaut, dass man einfach auch schaut, okay, wofür, also was will ich mit dem Pferd machen, was kann das Pferd leisten? Gut, wir sind bei Grundlagen, das sollte irgendwie bei jedem irgendwie möglich sein. Aber dass man da quasi nicht den, also so den Blick verliert für das eigene Pferd, wenn man geblendet ist von anderen tollen Pferden, die den Kopf da haben und nicht da, sondern ja, dass man das einfach nicht verliert, das finde ich halt super wichtig. Und das gehört vor allen Dingen ja auch in die Grundlagen, wie man mit den Pferden anfängt zu arbeiten. Ja, und da muss man erstmal die Pferde auf die Arbeit einstellen und vor allen Dingen muss man dafür sorgen, dass die Pferde gerne arbeiten. Ja, das kann ich halt wirklich eins zu eins unterschreiben, weil wenn ich mir jetzt überlege, den Foxy reite ich im Turniersport, im Western-Turniersport in der höchsten Leistungsklasse und der ist vom Exterieur eigentlich schon so gebaut, dass er quasi prädestiniert dafür ist, für diese Haltung, die man eben im Western-Reitsport sehen möchte. Bei ihm ist eher immer das Problem, dass er zu niedrig läuft und ich möchte ihm mehr etwas höher arbeiten, damit er einfach leichter in der Vorderhand ist und beweglicher. Aber wenn ich ihn jetzt zum Beispiel mit dem Johnny, dem Norweger-Mix von meiner Mutter, vergleiche, der halt einfach viel stabiler gebaut ist, halt wirklich, der ist halt ein Norweger Paint Horse Mix, aber ist halt natürlich viel schwerer, hat vor allen Dingen auch viel weniger Ganaschenfreiheit. Wenn ich ihn etwas ja runder reiten möchte und auch gerade Links- und Rechtsstellung, was wir ja auch gesagt haben, was zu den Grundlagen gehört, muss ich das ganz anders angehen als bei einem Foxy, der einen relativ, der hat zwar einen kräftigen Hals, aber vorne ist er relativ flexibel. Den kann ich etwas enger stellen oder etwas weiter stellen. Beim Johnny kann ich ihn jetzt nicht, der braucht nicht so eng stellen, der braucht halt ein bisschen mehr einen größeren Bogen, um eben den Kopf rumzunehmen, weil er eben diese Ganaschenfreiheit nicht hat. Und da wäre es unfair zu sagen, ja, der Foxy kann ja, wenn ich den Zügel hier annehme, kann sich ja so stellen und sieht dann so aus. Und ein Johnny sieht dann halt einfach anders aus, weil er einen anderen Bogen im Hals hat. Aber ich kann ja nicht sagen, du solltest vom Äußeren genauso aussehen wie der Foxy, was er anatomisch gar nicht leisten kann. Und das ist ja das, was du gesagt hast, dass man wirklich individuell aufs Pferd eingehen muss, damit man eben auch dieses motiviert hat. Dieses Motivierte. Weil wenn man ein Pferd überfordert, ist die Motivation ganz schnell flöten. Und ich glaube, jegliche Ausbildung sollte ein Benefit für das Pferd sein, auch wenn sie mal Sachen machen müssen, die etwas anstrengender sind. Aber es sollte dem Pferd zugutekommen. Und deswegen finde ich, Grundlagen sind halt so wichtig, weil die einfach die kompletten Weichen für das Pferd als Reitpferd stellen. Ja. Und das, deswegen finde ich, sollte man sich da vorher wirklich ein Konzept machen, was möchte ich mit meinem Pferd, wie ist das Pferd exterieurmäßig aufgestellt, auch wie ist das Pferd interieurmäßig aufgestellt. Wenn es ein jetzt relativ nervöses Pferd ist, dann sollte ich vielleicht nicht irgendwie was erarbeiten, was es noch mehr stresst, sondern eher in die ruhigere Richtung. Wenn ich ein sehr faules Pferd habe, vielleicht die Grundlagen etwas spritziger aufbauen. Ja, und wenn es irgendwo was hakt, meistens hilft es einfach wieder zurück zu den Grundlagen zu gehen und dann wieder zu dem Schwierigeren. Und dann kann man sich schon vieles erleichtern. Absolut. Ich finde, das hat es jetzt auch nochmal ganz gut zusammengefasst. Ne? Ich denke, diese Grundlagen, Schritt, Trab, Galopp, Vorhand, Hinterhandwendung, rückwärts, dass man schon mal so ein bisschen Leichtigkeit, ne, Innenstellung, Außenstellung, dass man so ein bisschen Leichtigkeit schon in der Schulter kriegt. Weil es geht darum, dass die Pferde in der Schulter leicht werden, sodass die Hinterhand gut arbeiten kann. Und das ist, das finde ich, fasst diese Grundlagen zusammen. Die Kopf-Hals-Haltung, wo man ja oft, was so als ausschlaggebender Faktor ja oft gesehen wird, ist eigentlich ein Nebenprodukt des Ganzen.
Und das würde ich gar nicht so als so super maßgebend, also als gar nicht maßgebend beschreiben jetzt erstmal. Aber ich denke, es sind jetzt auf jeden Fall schon einige wichtige Punkte zusammengekommen. Ich hoffe, wir konnten euch da so ein bisschen teilhaben lassen von unserer Meinung. Hast du noch was Wichtiges? Nö. Nö. Eigentlich alles gesagt. Eigentlich vielleicht nur nochmal, dass wir uns vielleicht nochmal für die Grundlagen am Boden, die ich andauernd im Kopf habe, obwohl es nicht das Thema war, vielleicht uns da nochmal zusammensetzen. Aber ja, vielleicht, wenn ihr zu einem gewissen Thema der Grundlagen, wir haben jetzt sehr allgemein gesprochen, vielleicht nochmal irgendwie ein Thema besonders behandelt haben wollt, könnt ihr das ja sonst vielleicht gerne mal in die Kommentare schreiben, dass wir vielleicht Thema angaloppieren, und langsamer Galopp ist, glaube ich, immer ein heiß gefragtes Thema. Da könnten wir uns sonst vielleicht nochmal drüber unterhalten, oder sonst, wenn ihr Anregungen habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Denn ich glaube, so mit diesem Zoom-Format ist ganz gut. Da können wir vielleicht auch mal jetzt das ein oder andere Mal häufiger uns zusammensetzen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Was sagt man dazu? Von und mit Leona Schwertner und Sandra Röcker.